Isaac, wie ist dein Status? Hast du den Rate des Captains? Verdammt! Ich übermittle jetzt die Codes. Ich habe es gesehen, Hammond. Ein fliegendes Wesen verwandelte den Körper des Captains in eins von diesen Dingern. Dasselbe muss auch mit Chen passiert sein. Gott. Vielleicht finden wir was im Hauptrechner. Wo ist Daniels, wenn man sie braucht? Geh zurück zum Sicherheitscheckpoint. Da ist es sicherer. Wenigstens kann ich deine Freigabe jetzt erweitern. Freigabe bestätigt. Isaac? Ich bin hier. Was ist denn hier los? Laut Computer sind die Ishimura-Triebwerke offline. Wir sinken in die Umlaufbahn Richtung Aegis 7. Oh Gott. Ich muss zum Maschinenraum. Uns fehlt die Zeit. Die Monorail-Station ist offline. Außer, warte. Hier. Geh zurück zum Flugdeck. Ich leite dich von da aus. Laut Schadensbericht gibt es eine Abkürzung zum Maschinenraum. Freigabe bestätigt. Bestätigt. Freigabe bestätigt. Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Thank you.
abgerufen. Isaac, in diesem Schadensbericht steht, dass hinter den Hangartoren ein defekter Lastenaufzug ist. Ich öffne sie jetzt. Schwerelosigkeit aktiviert. Du brauchst deine Schubdüsen, um das hinzukommen. Vom Aufzugsschacht müsstest du direkt in den Maschinenraum gelangen. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Vakuums. Freigabe bestätigt. Position beeinträchtigt. Kurs sofort korrigieren. Logbuch des Maschinenraums, stellvertretender Chef Ingenieur Jacob Temple. Mann, ich kann immer noch nicht glauben, dass der Boss weg ist. Seit der Captain tot ist, gerät hier alles durcheinander. Wir sind alle mit den Nerven am Ende.
Wir dachten, die Aufstände wären schlimm, bis diese Dinger durch die Lüftungsschächte kamen. Scheiße, das waren meine Tischnachbarn. Freunde von Licht, alte Bekannte. Dann waren auf einmal die Triebwerke kaputt. Der Primärantrieb macht Probleme und wir verlieren Treibstoff. Und ich habe keine Ahnung, warum. Danvers und ich gehen zum Treibstoffdepot, das wir machen. Wir müssen das Team zusammenhalten, sonst geben sie auf. Tempel Ende. Ich sehe dich im Kontrollraum. Wie sehen die Triebwerke aus? Das ergibt keinen Sinn. Der Treibstoff ist leer, die Zentrifuge ist offline. Wir hängen an 4 Billionen Tonnen Nutzlast. Ohne die Triebwerke zieht sie uns auf den Planeten hinunter. Schaffst du das auch allein? Sicher. Erst die Zentrifuge, dann der Treibstoff, dann ein kompletter Neustart. Du musst aber unsere Umlaufbahn stabilisieren. Ich bin bereit. Na los, beeil dich, Isaac. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Autopsiebericht Dr. Nicole Brennan. Laut Rick handelt es sich um den angehenden Ingenieur Daniel Swenson. Das Subjekt wurde zerstückelt, nachdem es in eine Maschine gefallen war, sodass... Oh Gott, tut mir so leid, Daniel. Was zum... Ich sehe einige postmortale Krämpfe. Die auch in anderen Proben vorkommt. Ich sah, wie die Flüssigkeit auf tote oder bioprothetische Zellen reagiert. Das tote Gewebe wird absorbiert, wieder zusammengefügt und reanimiert. Die Flüssigkeit teilt genetische Marker mit der menschlichen DNA, ebenso wie der Wuchs an den Wänden. Es hängt alles mit dem Marker von RG7 zusammen. Hatte keiner den Marker erforscht. Aber er ist verschwunden. Vielleicht ist er bei den Überlebenden auf dem Abbaudeck. Sie können in Frieden ruhen, Daniel. Das verspreche ich. Log beenden. Thank you.
Sicherheitsanfrage abgerufen. Wir brauchen Hilfe im Maschinenraum. Nimm ihm die Zange ab. Dass ich das aushalten soll. Ich will das nicht. Das sind deine Zähne. Das sind nicht die Zähne. Halt dich fest. Und verletzte Sicherheit nicht. Nein, er lebt. Aber er ist ziemlich hart auf das Becken aufgeschlagen. Deine eigenen Zähne. Oh, was passiert hier? Keine Ahnung. Wir brauchen den Sicherheitsdienst nicht mehr. Anderson muss auf die Krankenstation. Er braucht einen Psychiater. Treibstoffreserven sind erschöpft. Haupttriebwerke sind offline. Thank you.
Ziel fertig, Boss. Fortschrittsbericht Jacob Temple. Die Triebwerksprobleme sind keine Fehlfunktion. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Haupttriebwerk gekarrt und die Ventile beschädigt. Wir haben gerade eine Stunde damit verschwendet, sie zu reparieren. Wir müssen die südliche Betankungsstation in Betrieb nehmen, aber irgendein Trottel hat den Strom abgestellt und den Schutzschalter blockiert. Keine Triebwerke, wir stürzen bald auf den Planeten. Was jetzt? Hier muss doch jemand sein, der eine Ersatzkarte hat. Sieh nach, ob... Denn was los? Isaac? Hammond. Daniels? Du hast es geschafft. Gott sei Dank. Nach der Nummer mit der Brücke dachten wir. Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich im Computerkern verbarrikadiert. Ich kann sie hören, aber noch haben sie mich nicht bemerkt. Isaac, ich habe deinen Rig getrackt. Du bist im Maschinenraum, ja? Ich werde mir Adminrechte besorgen. Vielleicht kann ich helfen.